Zurück in Final Fantasy 4 müssen wir uns hier einem fiesen Gegner stellen, damit wir die Schleifen bekommen. Und zwar dem Mondsaurier, der ganz, ganz fies ist und bei dem wir ganz viel Glück brauchen, soweit ich weiß. Das machen wir mal. Er ist ein Untoter. Deswegen, sollen wir möglichst eigentlich Items werfen. Und zwar auf das Vieh. Weil er ein Untoter ist. Und das machen wir auch. So, wir machen nochmal Bahamut. Hurtig, hurtig. Meine Kleinen. So, das hat wieder Schaden gemacht. Das ging daneben mit Kane. Okay, es geht immer daneben. Ich habe mich schon das letzte Mal gewundert, was los ist. Er darf keinen schlechten Atem machen, sonst haben wir ein Problem. Das sollte klar sein. Elixier. Einmal auf ihn bitte. Und Bahamut. Er frischt auf. Wir auch. ...9999 Schaden. Ich hoffe, wir haben ihn bald. Bitte keinen schlechten Atem. Will Edge eigentlich wieder beleben. Das stört mich ein bisschen. Kannst du noch mal eins werfen? Ist mir egal jetzt. Und du machst mal Vigra auf den Feind. Denn er ist ein Zombie und das hilft. Und das kommt mir immer gar nicht in den Sinn bei solchen Viechern. Aber könnte klappen. Er macht schlechten Atem. Ganz schlecht, ganz schlecht. Ganz, ganz schlecht. Allheilmittel ganz schnell. Och, Mano. Komm, benutzen Allheilmittel. Du auch. Und du greifst an. Muss immer so lange suchen. Ich hab ihn! Jawohl! Super. Echt. Das war wieder Glück. In letzter Sekunde. Aber kriegen jetzt nur die zwei? Nein, drei. Drei kriegen Erfahrungspunkte, wenn ich das richtig sehe. Edge, Rydia und keine Ahnung mehr noch. Das ist gut, dass Edge das war. Da freue ich mich wieder. Puh. Schleife. Natürlich bekommen. Und noch eine Schleife. Was ist mit diesen Schleifen? Was ist so Tolles an denen? Erstmal müssen wir uns hier, haben wir Medica? Ja. So, weg mit den schlechten Zuständen. Zurück wieder mit Rosa und Kane. Und alle mal schön durchheilen. Wunderbar. So, jetzt haben wir hier... Huch, machen wir zu weit. Ausrüsten. Was gibt es hier für... Was ist eine Schleife? Was kann ich mit der? Was ist das? Ist das ein... Irgendwas für den Kopf? Es ist was für den Kopf. Logischerweise eine Schleife. Soll er jetzt eine Schleife sich um... zwirbeln. also eher was für die Mädels oder... Gut, dann kriegt die Rydia eine Schleife statt einem Goldkäppchen. Schön. Genauso wie die Rosa. Die kriegt auch eine Schleife. Die haben es nötig. Die anderen eigentlich auch. In dem Fall sterben sie aber tatsächlich etwas schnell. Kriegen jetzt beide ein Schleifchen. Hilft es denn, wenn ich denen was anderes gebe? Ich habe ihm jetzt wieder das Kopftuch gegeben. Es ist immer so eine Sache, die Abwehr geht natürlich runter und so. Die hat eine Schleife.
jemand was Cooleres noch kriegen. Grünes Barett tragen wir im Moment. Die Schwarzkappe ist schon mal besser. Dann kriegst du das schon mal. Gut, dann belassen wir es mal dabei. Ich glaube, das war nicht schlecht. Sollte ich heilen? Oder speichern? Ich glaube, ich gehe mal tatsächlich kurz speichern. Das ist ja direkt nebenan. Fast. Zwei weiter. Na, kann man sich mal erlauben, finde ich. Vielleicht sogar mal ein Zelt vielleicht oder so. Zeltchen am Start. Oh, hallo. Mach ich es eben schnell. Okay, Zelte wenig haben ist, finde ich jetzt nicht so schlimm. Da hätte ich gar nicht heilen müssen, aber egal. Geht allen wieder gut. In the hood. So, speichern. Das haben wir geschafft. Wieder ein ganzes Stück weiter. Was sagt Cecil? Aber auch Kane wurde benutzt. Ja, auch Kane wurde benutzt, das stimmt. Aber er ist wieder da. Hat wieder zurück zu uns gefunden aus seiner Besinnung. Da waren die Schleifen. Und wie gesagt, habe ich immer noch eine Treppe oben irgendwie verpasst. Ist das der Weg zu unserem Bosskampf? Ich weiß es nicht. Beschwör wieder Bahamut, ist mir egal. Ja. Verteidige ich einfach mal. Weil ich glaube, der Bahamut, der macht's gleich wieder. Da zwickt der mich einfach. Da zwick ich zurück. Das war's mit dem einen. Ich finde den silbernen immer fast noch schwieriger als den goldenen. Obwohl ich glaube, ist der goldene Metalldrache hier eigentlich ja. Viel mehr Schaden macht. 9000. Gehst du weg? Nicht? Na gut. So, das war's. Gut, dass wir Bahamut haben, würde ich sagen. Kanes Stufe ist auch angestiegen. Wo geht es hin? Wo sollen wir hin? Da geht es noch nach links, also gehe ich auch nach links. In der Hoffnung, hier noch irgendwas zu finden. Nö. Hört doch mal auf zu nerven. Mädels, ihr habt schon eine Schleife um. Also jetzt immer sterben zählt nicht. Sehr schön, Kane. Ganz toll. Dann greif mal an. Der wird natürlich jetzt kontern. Aber erstmal holen wir uns Bahamut. Der auch nochmal ordentlich drauf kloppt. Das kann der nämlich gut. Selbstzerstörung. Ja gut, toll. Wusste gar nicht, dass der das kann. Sich selbst zerstören. Das macht er aber auch zum ersten Mal. Ich gehe nochmal hier in die Ecke. Warum? Weil ich einfach nochmal sterben will. Gegen denselben Gegner. Hatte da einfach Lust drauf. Genau. Ist klar. Was macht der denn hier sowas? Echt voll blöd. Jetzt holen wir uns erstmal Rydia wieder. Die muss nämlich Bahamut beschwören. Nebenbei heilen wir uns. Ganz gut finde.
Jawohl, Kane. Der Kane, der macht's wie immer. Aber der Edge, der kann auch gut. Haha, das war wohl nichts. Dann spring nochmal. So, Rydia, komm mal wieder zurück ins Leben. Da hat er ihn beschützt. Ich finde das super, dass Cecil das immer macht. Und wir haben ihn auch so bekommen. Das finde ich super. Ganz toll, Jungs und Mädels. Hier geht's rein. Warum habe ich das gedacht? Hier geht's nicht rein? Hier ist doch voll der Weg, der da reingeht. Voll die Verarsche oder was? Aha. Okay. Gut. Einfach mal verarscht. Dann gehen wir jetzt hier runter. Wenn das so ist. Da geht's nicht weiter. Können wir gleich wieder umdrehen. So, direkt wieder Protes. Da kommt Alfred und hat auch nochmal 7000 abgezogen und das hat er nicht überlebt. Cecil Stufe auf 79. Besser geht's nicht, glaube ich. Oh oh, Monduntergrund Untergeschoss 8. Das hört sich heikel an. Oha, wenn ich diese Musik schon höre. Oh, was ist das denn? Was ist das denn? Laserstrahlen! Ja. Okay. Ja, einmal heilen und einmal Protes gleich, bitte. Oh nein. Ja. Ja. Immer schön drauf. Ist das einfach nur so ein random Gegner oder? So, Bahamut. Jawohl. Ihr klopft weiter drauf. Finde ich super. Genau. Er reflektiert. Du kannst... nein, das kann sie nicht mehr. Okay, dann holen wir uns die Sylphe. Du springst. Und du machst mal eben eine Lebenshymne. Und wir wollen Edge eigentlich wieder beleben. Aber gut. Machen wir erstmal eins am anderen hier. So, das war die Sylphe. Erzengel. Der hat Refleck auf uns gemacht. Die Schweinebacke. Das kriegen wir hin. Autsch. Das tat weh, aber Cecil lebt noch. Jetzt holen wir uns erstmal Edge wieder. Der Gott sei Dank nicht mit Refleck getroffen ist. Und die Sylphen. Heilen wir ihn dadurch auch? Nö. Oder? Ach, das war's schon. Cool. Und alle leben. Allen geht's soweit halbwegs gut. X-Portion bekommen. Rosas Stufe, Ed's Stufe, Lydia's Stufe. Ja. Okay. Ich laufe mal einfach weiter. Da ist er schon wieder. Nicht schön, aber kriegen wir hin. Wieso kann sie nicht? Warum nicht? Ich nehme mal ein Allheilmittel. Du springst mal.
Und du machst mal ein Protus auf alle. Wieso ist denn der Sessel schon wieder tot, ey? Geht immer so schnell hier. Da macht er einen Reflex. Na komm. Was kannst du denn mal machen? Du kannst gar nichts machen gerade, ne? Mädel. Allheilmittel geht nicht. Wir greifen weiter an. Er macht Sanctus. Ist nicht gut. Spring mal wieder. Oh oh, das war's mit ihr. Da hat er alles abgezogen. Wir brauchen Rydia, aber... Jetzt holen wir uns erstmal Cecil wieder ins Leben. Der kann auch noch was wuppen. Ja, macht Flammen. Das ist auch nicht gut. Komm. Ja! Sehr gut. Also er ist stark und er ist fies, aber man kriegt's hin. Jetzt muss ich mich erstmal wieder um ihn hier kümmern. Oder um die anderen überhaupt. Rosa. Gut. Alle wieder da. Hier geht's nach unten. Voll fies hier. Voll das Labyrinth. Oh oh, hier kommt auch wieder ein Kampf auf uns zu. Auch ich habe Unverzeihliches getan in Mycidia. Dann im Dorf des Nebels. Ja, das stimmt. Er denkt halt an seinen Bruder. Und das ist ja auch gut so. Ich benutze mal irgendwie Ether oder so. Für Rosa. Ach, deswegen konnte Rydia gar nichts mehr machen. Gut, dann benutzen wir mal Turbo-Ether. Das ist okay. Und dann beten wir mal, sofern wir das schaffen. Holen wir uns das Schwert. Die geweihte Klinge Masamune soll sich niemals dem Willen des Volkes des blauen Planeten beugen. Krasse Waffen hier unten, definitiv. Ogopogo. Wer ist das denn jetzt wieder? Oh Gott. Hm? Ist okay. Ich würde sagen Ramu. Und Blink. Und Bahamut. Eigentlich immer Bahamut. Greif an. Jawohl, das ist gut, was er da macht. Er macht ordentlich Schaden, der Edge. Ja. Du machst mal Sessel. Blink. Ramu. Wie viel Schaden macht er? 5000, das ist gut. Nochmal Kane, 6000 mit seinem Sprung. Blink. Wir müssen uns aber sofort mal heilen, wenn es geht. Lebenshymne. Machst du das, Sessel? 3781. Nein, er kloppt drauf. Ich wusste jetzt nicht mehr, was ich für ihn ausgerüstet habe. Greif mal weiter an. Du machst wieder einen Sprung. Du beschwörst die Silphen. Und du singst meine Lebenshymne. Du machst ganz schnell Vitra. So, die Silphen. Super, die haben ein bisschen abgezogen. Oh, 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 oh. Wir machen nochmal Ramu gegen Wasser. Der Edge lebt nicht mehr. Jawohl, der Kane. Der Kane. So, sie beschwört wieder. Was haben wir beschwört? Ramu, ne? Haha, 6000 wieder. Und er springt. Im Moment läuft es ganz gut. Wait, wait.
Wir können aber nur den Schokobo gerade beschweren. Wir machen es einfach mal, auch wenn er nicht viel abzieht. Zugwelle. Oh, oh. Aufpassen! Das geht noch, das geht noch. Holen wir uns Edge mal wieder ins Leben. Der macht nämlich gut Schaden. Und Ramu. Nee, den Schokobo, genau. Feuerbrunst. Wer ist dran? Ihr beiden. Okay. Und wir haben ihn. Das ging schnell. Und ich weiß, dass das nicht immer einfach ist. Aber wir sind sehr weit und wir sind sehr gut und wir sind sehr stark. Und das ist toll. Jawohl. Kanes Stufe ist auch wieder gestiegen. Masamune erhalten. Wir kriegen sie alle. So. Ich nehme mal an, jetzt können wir ihm beide geben. Schade, dass nicht Cecil das kriegen kann. Oder kann er? Nein, kann er nicht. Ogertöter, stimmt. Das hatte ich noch nicht erwähnt. Ich habe so ein Ogertöter-Dingsbums bekommen. Finde ich aber nicht gerade besser als das Excalibur. Es ist halt das Beste, was wir haben. Ja. Was wollte ich jetzt? Edge kann etwas Besseres kriegen als das und etwas nicht Besseres kriegen als das. Okay, das heißt, wir haben zweimal das Murasame. Der macht jetzt richtig ordentlich Schaden, glaube ich. Davon gehe ich mal aus. Ich tausche irgendwie immer zwischen diesem Kopftuch und dem grünen Barett. Also irgendwie... Nimm es einfach mal. Jetzt hat er wieder das grüne Barett. Okay. Vielleicht sind wir hier in der Gegend irgendwie immer besser oder anders geschützt als vorher. Ich weiß es nicht. Aber wir haben es uns verdient hier. Das hat sich gelohnt, da unten hinzugehen, muss ich sagen. Voll geil. Und jetzt kommt er hier wieder. Sie kann leider gar nichts mehr machen. Ich bräuchte echt mal wieder Ether. Deswegen nimmst du bitte auch mal Ether. Ich weiß gar nicht, ob das Ding normal angreift. Das irgendwie hilft. Er mit seinem blöden Reflex. So, jetzt holen wir uns mal wieder Bahamut ran. Mach mal einen Kraftschub. Und Gemach. Machen wir auch mal auf ihn. Sanctus ist gar nicht gut. Boah, das zieht immer so viel ab. Echt fies. Wenn wir Refleck auf ihn haben, machen wir Refleck auf uns. Gemach auf uns. Das ist auch blöd. Auf der anderen Seite hat er jetzt Gemach? Nee, nur wir. Wir dürfen nicht zaubern auf ihn. Das vergesse ich immer bei Refleck. Das ist total fies. Bahamut! Geht aber immer. Ja, geht immer. Kriegen auch mal die anderen Erfahrungspunkte. Ist ja nicht so schlimm. So, es reicht eine Phönixfeder. Und, eine X-Potion. So, drei verballert, ist mir jetzt egal. Wir gehen hier lang. Und hier runter, wo kommen wir hin? In irgendeine andere Gegend wieder. Oh, ich habe auch oben noch nicht mal alles abgeklappert. Ey, das ist alles so labyrinthmäßig hier. Da ist eine Kiste. Ich will zur Kiste. Okay, hier kommen wir auch nicht weiter. Toll. Ja, Leute, ich mache mal hier an der Stelle einen Cut und laufe nochmal nach oben, oben lang, wo ich noch nicht war und guck mal, wie weit ich komme. Schalte wieder zu, wenn irgendwas Spannendes passiert. Bis dann!